Das Spitzenspiel am 25. Spieltag in Liga 3. Der Tabellenführer SSV Jahn Regensburg empfängt Rot-Weiß Essen. Das Team von Joe Enox. Die meisten Siege, die wenigsten Niederlagen und zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentor. Begann in Weiß und Rot ziemlich druckvoll. In den ersten Minuten war einiges los. Gleich in Minute 3 Dominik Kota mit einer ersten Annäherung ans Essener Tor. Aber auch die hatten gleich in den Anfangsminuten eine heikle Situation. Aber hier bei der Aktion gegen Thomas Eisfeld zu Recht nicht auf Strafstoß entschieden von Schiedsrichter Patrick Alt, der die Partie hervorragend leitete. Immer noch in den ersten Minuten. Wir sehen das. Viel Druck von Regensburg. Immer wieder auf den Ball. Und wieder Dominik Kota. Da waren erst 5 Minuten gespielt. Und der Jahn hätte hier schon 2 Tore erzielen können. Aber Essen kam dann immer besser in Schwung. Und damit Hilfe vom Jahn. Die 1:0-Führung für die Gäste. Aus dem Standard heraus Thomas Eisfeld mit der Hereingabe. Dann Wonitz schon in der Mitte. Eigentlich soll er es auf der anderen Seite machen. Huth mit dem Eigentor. Das Ganze natürlich forciert. Geht er nicht hin, steht einer da hinten. So sieht es natürlich unglücklich aus. Und Essen mit der Führung. Daraufhin immer besser. Plötzlich Cedric Harenbrock weg. Aber anstatt allein aufs Tor zu gehen und abzuziehen, er mit dem Querpass ins Nichts. Es ging weiter auf die eine, aber auch auf die andere Seite. 41. Spielminute. Benedikt Zaller an den Pfosten. Es war eine rasante erste Halbzeit mit den ersten 5 Minuten für Regensburg. Dann starke 35 für sein Team. Das von Christoph Dabrowski hinten raus. Wieder 3 gute Chancen für Regensburg. Und Regensburg forcierte in der zweiten Halbzeit und hatte hier wieder eine gute Möglichkeit. Wieder was. Elias Huth und Felix Götze, der dann auf der Linie klärt. Ohnehin die Innenverteidigung um Götze und Rios Alonso bei Rot-Weiß Essen mit einem Sahnetag. Und was machte Rot-Weiß Essen? Die konterten und zwar à la Bonheur über Isaiah Young. Dann der Ball über Marvin Obutz zur Mitte, Cedric Harenbrock. Und das 2:0 in der 60. Spielminute. Die Frage hier, kannst du den perfekten Konter spielen? Die Antwort von Rot-Weiß Essen, ja, das können wir. Alles wie am Schnürchen und sogar mit der schweren Passannahme hier von Harenbrock kommt er zurecht und spitzelt den Ball an Weidinger. Vorbei, 5. Saisontor von Cedric Harenbrock. Und weiter kontert Essen. Perfekt hier gespielt, weil gegen die Laufrichtung von Regensburgs Defensive. Und Obutz mit dem 0:3 in der 67. Minute. Das Ding fängt ganz hinten an und wird dann wunderbar verteilt hier. Ein ums andere Mal, dann ist die Lücke da und Marvin Obutz mit seinem 6. Tor in dieser Saison und der Vorentscheidung in dieser Partie. Noch nie in dieser Saison hatte Regensburg mehr als 2 Gegentore in einer Partie kassiert. Und hatten die noch was? Ja, die hatten noch einen. Allerdings zu spät. In der 84. Spielminute Noah Ganaus eingewechselt zur Halbzeit mit seinem 8. Saisontor. Aber mehr kam nicht mehr von Regensburg. Die 2. Heimniederlage für den Tabellenführer, die saß. Wir haben halt sehr viel, sehr oft den Ball gehabt und der Gegner halt, hat sich hinten reingestellt, was halt legitim ist. Und die haben halt 2-mal halt eiskalt ausgekontert und haben uns Schwierigkeiten gehabt, halt Antworten zu finden. Das ist einfach dritte Liga. Natürlich, wenn wir halt so viele Torchancen haben, dann wünschen wir uns halt mehr Tore. Ja, es tut mega gut. Ich glaube, ich muss hier an der Stelle mal betonen, wir haben jetzt 42 Punkte nach 25 Spielen. So viel hatten wir letztes Jahr nach 38 Spielen. Das ist meiner Meinung nach für den Moment eine Mega-Leistung der Mannschaft und dafür ein Riesenkompliment.
auch hier zum Tabellenführer zu fahren. Und ja, 3 Punkte zu holen, das ist bisher nicht vielen Mannschaften gelungen. Darauf können wir stolz sein. Und unser Ziel war es heute, die Regensburger zu ärgern. Und das haben wir geschafft. Ja, das ist wohl gelungen. Erst die 3. Saisonniederlage für den Tabellenführer nach 4 Auswärtsniederlagen in Folge. Wieder mal ein Sieg auf fremdem Platz für Rot-Weiß Essen. Und einer, der richtig abgezockt, aber letzten Endes auch absolut verdient war. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.